Geheimhaltung beladen Soldaten der Kriegsmarine im Bunker Kilian das U-Boot U-864. Mit an Bord Militärs und führende Wissenschaftler aus Deutschland und Japan. Sie hüten eine todbringende Fracht. Doch Operation Caesar fliegt auf. Die Engländer entschlüsseln den Funkverkehr. Die Mannschaft Adventurer nimmt die Verfolgung auf. Ein dramatischer Wettlauf gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Kapitän! Torpedo aufgehäuscht! Wer Steuerbord? Wer den ersten Fehler macht, ist der Verlierer. Vor der Küste Norwegens kommt es schließlich zum Duell zwischen den Gegnern. Die fatale Begegnung ging als einziger U-Boot-Kampf unter Wasser in die Geschichte ein. Seit 3 Jahren ist Edith Wetzler Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes kamen immer wieder Erinnerungen hoch. Bilder einer glücklichen Jugend und eines anderen Mannes, ihrer ersten großen Liebe. Der deutsche Soldat Willi Transier war erst 20 Jahre alt, als er Edith im Heimatort zurückließ. Die junge Frau und ihr Verlobter steckten voller Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Das sind ja schon 60 Jahre her. Und das im Gedächtnis zu behalten, zeugt ja schon davon, dass man sich geliebt hat und dass man das nicht vergessen kann. Das ist ein Schmerz. Aber auf der anderen Seite bedanke ich mich, dass ich die paar Jahre mit ihm verbringen durfte. Sonst hätte er ja gar nichts gehabt vom Leben. Er durfte wenigstens ein paar Jahre Glück empfinden. Und die Liebe leben. Willis zweite große Liebe galt der See. Im Oktober 1942 meldet sich der forsche Mann aus Rheingönnheim bei Ludwigshafen freiwillig zur Marine. Sein Traum, auf einem U-Boot zu fahren, erfüllt sich. Willi Transier macht eine Ausbildung zum Maschinisten. 2 Jahre später erfolgt sein erster Einsatzbefehl. Der Pfälzer soll sich auf der U-864 zum Dienst melden. 1944 hat sich das Blatt auf dem Kriegsschauplatz Europa gewendet. Hitler und seine Führungsriege geraten unter Druck. Nach der geglückten Invasion der Amerikaner ziehen die Alliierten die Schlinge unaufhaltsam zu. Schwere Angriffe zu Wasser, zu Land und aus der Luft drängen die deutschen Truppen immer weiter zurück. Im freien Hafen Kiel bereitet die Mannschaft von U-864 das Schiff zum Auslaufen vor. Vor den Männern liegt eine gefahrvolle Reise. Das Kommando führt Kapitän Ralf Reimer Wolfram. Ein bewährter Ausbilder, jedoch ohne Erfahrung im Einsatz gegen den Feind. Auf fehlende Routine aber nimmt im 5. Kriegsjahr niemand mehr Rücksicht. Unter Wolframs Verantwortung fällt die geheime Operation Caesar. Sie genießt oberste Priorität. In dunkler Nacht nimmt die U-864 eine Reihe von Kisten auf. Nur wenige aus der Crew kennen den brisanten Inhalt. Bringen Sie die Kisten in den Torpedoraum! Die Instruktionen sind unmissverständlich. Kapitän Wolfram soll mit der U-864 die gegnerischen Linien durchbrechen und die Fracht sicher ans Ziel bringen. Ebenso wie die deutschen und japanischen Wissenschaftler an Bord. Ihr Auftrag lautet die Konstruktion einer Superwaffe im Einsatz gegen die amerikanische Luftflotte. Am frühen Morgen des 5. Dezember 1944 sticht das Boot in See. Die geplante Route führt von Kiel aus über den Atlantik, um Afrika herum, bis zur Insel Penang in Malaysia. Zunächst lässt der Kommandant Kurs Nord einschlagen, in Richtung Norwegen. Die Fahrt läuft gut an, ohne besondere Vorkommnisse. Herr Kapitän, alles in Ordnung? Ein wenig Glück könnten wir schon gebrauchen. Auch der frisch gebackene Obermaschinist Willi Transier steht auf seinem Posten. Er hat immer gesagt, es ist eine Reise, wo man nicht weiß, wie es ausgeht und wohin es geht. Längst halten die Royal Navy und die Royal Air Force das Seegebiet unter Kontrolle. Im Dauereinsatz jagen sie deutsche U-Boote. Die einst gefürchteten Wölfe der See sind leichte Beute. Auf der Insel Fehje vor der norwegischen Küste, 60 Jahre nach Kriegsende, kommt Ingenieur Wolfgang Lauenstein in den kleinen Ort. Auf der Suche nach der wahren Geschichte von U-864. Er will ein Fundstück begutachten, das Fischern ins Netz gegangen war.
Oh, it's a very nice piece. Ein Messingventil von einem deutschen U-Boot. Womöglich sogar von U-864. Ein Mysterium wird ja immer dort aufgebaut, wo man wenig Informationen hat. Das heißt, die Unwissenheit über das, was im Boot geladen ist, die löst natürlich die Versuchung aus, hier möglichst viel Geheimnisvolles hineinzubringen, bis hin, was ich zumindest von norwegischer Seite gehört habe, dass da Hitlers Testament drin sein soll. Den Zusammenhang zwischen dem Leuchtturm Hellishoy auf Fehje und der U-864 kennt Launstein aus einschlägigen Archiven. So auch die Funkmeldung vom 11.02.45 von Befehlshaber West an Wolfram, neue Eskorte wartet bei Hellishoy. Der Begleitschutz wollte von 4.30 Uhr bis 6 Uhr warten. Ein Angebot, das die U-864 nicht mehr annehmen kann. Von Kiel bis nach Farsund an der Südküste Norwegens pflügt die U-864 ungestört durch die Gewässer. Um nicht entdeckt zu werden, fährt die Crew bei Tag über weite Strecken im Tauchgang. Nur hin und wieder riskiert Kapitän Wolfram einen Blick durch das Periskop. Weit und breit keine Gefahr in Sicht. Leutnant, gehen Sie auf 40 Meter Tiefe. Alle Kraft voraus. Eine fatale Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. So zumindest geht es aus aufgezeichneten Funksprüchen hervor. Am 29. Dezember 1944 hat die U-864 plötzlich Grund berührt. Verdammt! Ellie! Alle Maschinen stoppen! Langsame Rückwärtsfahrt! Ja, komm, wir fahren zurück! Ellie! Ja. Prüfen Sie auf Wassereinbruch! Hey, Captain! Auf die Insel Fehje hat der deutsche Wolfgang Launstein seine gesamten Unterlagen über die U-864 mitgenommen. Mit Kennerblick studiert der Ingenieur den Bauplan des Schiffs. Das Boot vom Typ 9D2 war ein Ausnahmeexemplar. Mit 20 Knoten pro Stunde und fast 90 Meter Länge gehörte es zu den schnellsten und größten seiner Zeit. Vorteile, die den Ausschlag gaben, die geheime Fracht auf der U-864 zu transportieren. Das Aufsetzen auf dem Meeresboden vor Farsund könnte Operation Cäsar nachhaltig gefährden. Kapitän Wolfram lässt umgehend die üblichen Sicherheitschecks durchführen. Schiff und Ladung werden von der Crew auf Schaden überprüft. Das ist die Ware. Und die Ware hat es in sich. In den Kisten liegen Blaupausen, die neuesten Triebwerke und andere Bauteile für das erste militärische Düsenflugzeug der Welt. Entwickelt von Junkers, Walter, BMW und Messerschmitt. Den neuartigen Antrieb konstruierten die Ingenieure eigens für den Kampfjet Messerschmitt 262. Hitlers Verbündeter Japan brauchte die technische Innovation dringend. Denn die Truppen des Tenno konnten der amerikanischen Luftüberlegenheit im pazifischen Raum Ende 1944 nichts mehr entgegensetzen. Für die Japaner steht also viel auf dem Spiel. Umso wichtiger ist das Gelingen des heiklen Unternehmens. Wie Wolfgang Launstein aber herausfindet, war Operation Cäsar zum Scheitern verurteilt. Die Alliierten wussten Bescheid. Der britische Geheimdienst hatte saubere Arbeit geleistet. Den Abhör- und Dechiffrierspezialisten von Bletchley Park bei London gelang es, den Code der legendären Enigma-Maschine zu knacken. So konnten sie den gesamten Funkverkehr der Deutschen lesen. Besonders die Botschaften der U-Boot-Flotte zeichneten die Agenten minutiös auf und leiteten sie entsprechend weiter. Das Transportgut auf der U-864 war den Engländern demnach bis ins Detail bekannt. Sogar wie die Wissenschaftler hießen und der Deckname der Aktion Operation Cäsar. An Fehje vorbei fährt die U-864 in den norwegischen Hafen Bergen, dem letzten Brückenkopf der Deutschen im Nordatlantik. Dort kommt die Crew am 5. Januar 1945 wohlbehalten an. Ein außerplanmäßiger Zwischenstopp vor der langen Reise übers Meer. Im Trockendock des Bunkers Bruno untersuchen die Mechaniker die Hülle des Schiffs auf Risse und andere Beschädigungen. Die Generalüberholung am Boot dauert. Gelegenheit für die Mannschaft zu einem ausgiebigen Landgang.
Der Kommandant lädt seine Führungsriege und die Wissenschaftler ins Offiziersheim ein. Nach einem gelungenen Abend verewigt sich Kapitän Wolfram im Gästebuch mit dem Seemannsspruch Rühm hart, klar Kimming, großes Herz, weiter Horizont. Und dazu, es ist mal wieder klar gegangen. Alle anderen setzen ihre Namen darunter. Doch schon wenig später ist es vorbei mit der kleinen Idylle. Britische Bomber fliegen heftige Angriffe auf Bergen. Ihr Ziel, Dock Nummer 3, der U-Boot-Bunker Bruno. Schließlich beschädigt eine tonnenschwere Teleboy-Bombe die U-864. Kein Zweifel, die Alliierten haben das U-Boot mit seiner Fracht im Visier. Die bedrohlichen Ereignisse bestätigen die Befürchtungen von Willi Transier. Schon vor der Abreise aus Kiel plagten den 20-Jährigen Zweifel, ob er jemals wieder in seine Heimat zurückkehren werde. In düsterer Vorahnung schreibt der Maschinist vom fernen Bergen an seine Verlobte Edith Wetzler in der Pfalz. Da habe ich das letzte Foto von meinem Bräutigam. Das hat er mir geschickt mit der Widmung, die letzten Grüße und Küsse von deinem Willi. Er hat gesagt, bet für mich, dass wir das alles gut hinter uns kriegen. Zum Abschied hat er zu deiner Mutti gesagt, Mama, sei nicht traurig, wenn ich nicht mehr komme. Aber ich weiß, du bist zu alt, noch mal ein Kind zu bekommen. Sonst würde ich dir raten, krieg noch mal ein Kind, dass ihr nicht alleine seid. Und zu mir hat er gesagt, solltest du ein Baby erwarten, dann lass mich das bitte, bitte wissen. Aber es war nicht so, ne? Das ist nicht so gekommen. Ein Foto mit Widmung, das letzte Lebenszeichen, das Edith von Willi erhielt. Alle entschlüsselten Nachrichten zur U-864 leiten die Briten nach Lerwick auf den Shetlandinseln weiter. Dort ist die U-Boot-Flotte der Engländer stationiert. Auch die HMS Venturer, der Stolz der britischen Krone. Action Stations! Action Stations! Action Stations! Die Crew hat bereits 13 feindliche Schiffe in der Nordsee und im Nordatlantik versenkt. Fire One! Jimmy Launders führt das Kommando. An seiner Seite Navigationsoffizier John Watson, ein enger Freund des Kapitäns. Uns war klar, dass wir uns in einer Kriegswaffe befanden, die sehr effektiv war. Unsere Aufgabe lautete, unseren Job zu erledigen und lebend wieder nach Hause zu kommen. Die Venturer war ein gefürchtetes Jagd-U-Boot, wendig und schnell. Ihr Kommandant Jimmy Launders zählt zwar erst 25 Jahre, gilt aber bereits als gewiefter Taktiker. Fire one. Die Männer, so auch Torpedoschütze Harry Plummer, folgen ihm blind. Hit confirmed. Well done, boys. Er war etwas Besonderes. Und wir vertrauten ihm. Wir wussten, er ist ein guter Kommandant. Wir wären ihm bis ans Ende der Welt gefolgt. So gut war er. Vor der Insel Fehe taucht die englische Venturer am 4. Februar 1945 auf. Ihre 11. Feindfahrt bringt sie direkt vor die schweren Geschützstellungen der Deutschen und in die Nähe der U-864. Aztec Report. Auf obersten Befehl hin nimmt der Jäger die Fährte auf. Bis dahin hatten wir oft viel Glück. Als wir dort waren, dachten wir, jetzt erwischt es uns auch. Wir bekommen die Quittung für das, was wir den anderen angetan haben. Die Geo-Bay, eines der modernsten Forschungsschiffe der norwegischen Küstenwache. Der deutsche Ingenieur Wolfgang Lauenstein begleitet im Oktober 2005 ein Team von Wissenschaftlern auf eine Inspektionsfahrt. Gemeinsam wollen die Spezialisten das Wrack der U-864 begutachten, das unweit von Fehe auf dem Meeresboden liegt. Hilfe versprechen sich die Männer auch von Dr. Eric Grove, einem renommierten britischen Marinehistoriker. Von der U-Boot-Basis in Dagen aus war dies die Hauptroute hinaus ins offene Meer. Deutsche U-Boote im Einsatz mussten hier immer vorbei. Wer das verhindern wollte, musste das Einsatzgebiet seiner U-Boote an diese Position verlegen. Einen Tag lang liegt die Venturer vor Fehe auf der Lauer. Eine trügerische Ruhe. Endlich, am 5. Februar, geht um 4.44 Uhr morgens für Kapitän Launders ein Funkspruch ein. Die englische Admiralität befiehlt die sofortige Verlegung der Venturer in die Nähe des Leuchtturms Helisoy im Süden der Insel. Über die aktuelle Position von U-864 sind die Alliierten bestens informiert.
So lässt Launders Einheit das Nadelöhr keine Sekunde unbeobachtet. Nach dem Bombentreffer im Trockendock von Bergen wurde das deutsche U-Boot repariert. Der Weiterfahrt nach Penang scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Kapitän Wolfram und seine Männer ahnen nichts von der Gefahr, die ihnen auf dem Weg ins offene Meer droht. Sie sorgen sich eher um die Seetauglichkeit ihres Schiffs. Obermaschinist, ist alles in Ordnung? Alles bestens, Ali! Lautlos patrouilliert die Venturer in dem Gebiet rund um Helisoy, auf der ständigen Suche nach den Deutschen. Up, Periscope! Um selbst nicht entdeckt zu werden, benutzt Jimmy Launders das Periskop nur äußerst selten. Er muss auf der Hut sein. Von der U-864 ist nichts zu sehen. Am 6. Februar schlüpft das Schiff mit 73 Mann an Bord, von Launders Leuten unbemerkt, durch die enge Passage vor der Insel in die Nordsee. Obwohl die Crew auf der Venturer vom Hauptquartier regelmäßig mit Abhörprotokollen der deutschen Funksprüche versorgt wird, gleicht die Fahndung nach U-864 in dem riesigen Gebiet der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mit Hilfe von Schallwellen konnten Tauchboote zwar geortet werden, doch die Pings des sogenannten Astic verrieten auch die eigene Position. Launders entscheidet sich daher gegen den Einsatz des Systems. Sein Operator lauscht vielmehr, ob die Unterwassermikrofone verräterische Propellergeräusche übermitteln. Die U-864 verfolgt ungestört ihren Kurs. Auf dem Schiff ist seit 2 Tagen alles ruhig, bis die Routine an Bord plötzlich gestört wird. Der Knall kommt aus dem Maschinenraum. Dort hat Willi Tansier ein Problem mit dem Dieselmotor. Es läuft! So kurz nach der Generalüberholung hat niemand mit einem technischen Defekt gerechnet. Gemeinsam versuchen die Männer, den Schaden zu beheben. Hey! Komm mit hin! Der Steuerbord-Diesel! Er ist ausgefallen! Wir können den hier nicht mehr reparieren! Kommandant an alle. Wir kehren sofort nach Bergen zurück, um Schäden zu reparieren. Kurs 135 Grad, Boot auf Seerohrtiefe halten. Ein Befehl mit schicksalhaften Folgen. Der Kommandant informiert den Stützpunkt Bergen über ihre Rückkehr. Kapitän, eine Nachricht. 1WO. Ja, Herr Kapitän. Die Eskorte erwartet uns am 10. Februar 4 Uhr morgens in Helisoy. Vor Helisoy liegt das Forschungsschiff Geobay vor Anker. Das Sonar hat tatsächlich Wrackteile der U-864 aufgespürt. Mit Dr. Eric Grove diskutiert Wolfgang Lauenstein den Befund. Der Abstand zwischen der Einschlagstelle des Torpedos und dem Ballastkiel ist sehr groß. Der Bildschirm zeigt es deutlich. Das U-Boot wurde in 2 Teile gerissen und jedes Teil liegt an einer anderen Stelle. Auffällig dabei: eine Hälfte steckt senkrecht im Schlamm, mehr als 10 Meter tief. Dafür finden die Forscher eine plausible Erklärung. Nur eine Explosion von ungeheurer Wucht kann das bewirkt haben. Am 9. Februar um 9.23 Uhr hört der Funkoffizier auf der Venturer zum ersten Mal ein verdächtiges Geräusch. Vielleicht endlich das lang gesuchte deutsche U-Boot. Alarmiert verständigt er sofort den wachhabenden Navigationsoffizier John Watson. Ich konnte nicht erkennen, wer das Geräusch verursachte. Der Funker sagte, es hört sich an wie ein Fischerboot, das den Motor an- und ausschaltet, so wie es beim Fischen üblich ist. Das hätte ich aber dann einordnen können. Und dazu, die anderen Fischerboote waren viel weiter entfernt. Der Funker sagte, dieses Geräusch kommt aber aus der Nähe. Das beunruhigte mich, weil ich nichts sehen konnte. Die Engländer können nichts sehen, denn die U-864 fährt Helisoy fast ausschließlich im Tauchgang an. Kapitän Wolfram weiß, wie laut der Ersatzmotor brummt. Der Deutsche spürt die Gefahr. Wie ist unsere Position? Ellie? Kapitän? Wie weit sind wir mit dem Generator zu hören? Sehr weit, Kapitän. Sehen Sie hier, das ist unsere Position und in diesem Umkreis sind wir zu hören. Immerhin im Umkreis von 3 Seemeilen, das heißt von knapp 6 Kilometern. Doch die rettende Eskorte wartet nur eine Tagesreise entfernt bei Helisoy. Auf der Venturer herrscht angespannte Konzentration. Plötzlich ist das Geräusch weg. Lost contact, sir.
Als John Watson von Leutnant Andy Chalmers abgelöst wird, kam das letzte aufgezeichnete Geräusch aus nördlicher Richtung. Very good, I have a watch. A periscope. Er musste die Fischerboote im Auge behalten, auf die wir uns zubewegten, und gleichzeitig die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Inzwischen hält Kapitän Wolfram die U-864 auf Seerohrtiefe. Zwar riskiert er dabei Kopf und Kragen, doch er will das Meer im Auge behalten, um mögliche Verfolger früh zu entdecken. Denn die laute Maschine kann den Männern zum Verhängnis werden. Die Venturer sieht das Boot zwar immer noch nicht, empfängt aber wieder verdächtige Geräusche. Sie kommen von 10 Grad Steuerbord. Regain contact, green 10, possible diesel engine. The noise started to get louder. Als der Leutnant auf Posten war, wurde das Geräusch lauter. Wir hörten es quer ab direkt vor uns. Minuten später macht Leutnant Andy Chalmers die entscheidende Beobachtung. Bei 340 Grad ragt ein Funkmast aus dem Wasser. Martin, Sidebank 340, Captain to the control room. Captain to the control. Sofort wird Kapitän Launders in den Kontrollraum gerufen und informiert. I have control of the submarine. Action stations. Action stations, action stations, action stations. Alarmbereitschaft an Bord. U-864 ist nun ständig zu hören. Aztec report. Contact, possible diesel engine. Da wussten wir alle, vor uns ist ein getauchtes U-Boot. Die Venturer heftet sich umgehend an die Fersen der U-864, ohne dass die Deutschen davon etwas merken. Der Showdown unter Wasser beginnt. An Bord der Geobay findet eine Krisensitzung statt. Ingenieur Wolfgang Lauenstein berichtet den Wissenschaftlern von der brisanten Fracht der U-864. Unter anderem verzeichnet die Ladeliste 1857 Flaschen mit Quecksilber. Die hochgiftige Flüssigkeit war im Ballastkiel des U-Boots verstaut. Tritt das Quecksilber aus den verrosteten Flaschen, droht eine ökologische Katastrophe. Es ist wichtig, dass etwas getan wird, und zwar so schnell wie möglich. Das eigentliche Problem ist, unter uns liegt ein Kriegsgrab, aber eines, von dem Gefahr ausgeht. Ein ferngesteuerter Unterwasserroboter soll den Forschern ein Bild von der Situation vor Ort übermitteln. Dazu dienen mehrere hochauflösende Kameras, die gleichmäßig verteilt am Gerät angebracht sind. Über einen Schacht gleitet der Roboter hinab zum Meeresgrund. Die Experten hoffen, nach der aufwendigen Aktion entscheiden zu können, welche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt notwendig sind. Fest steht, in 150 Meter Tiefe droht tödliche Gefahr. Allmählich nähert sich U-864 dem Treffpunkt zum Rendezvous bei Helisoy. Noch immer fährt sie mit dem tösenden Ersatzmotor. Unter Deck weiß jeder, dass die Alliierten das Gebiet aus der Luft und zu Wasser überwachen. Für die Mannschaft von Kapitän Wolfram lautet das oberste Gebot, Ruhe zu bewahren. Das gilt auch für die Gäste an Bord. Das hört doch nicht in Ordnung hier. Bitte bleiben Sie in Ihrer Kabine. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Doch der Kommandant muss geahnt haben, dass ihm ein englisches U-Boot im Nacken sitzt. Er sucht nach einer Strategie. Aus dem Logbuch der Venturer geht hervor, dass Wolfram eine Lösung fand. Navigationsoffizier John Watson und Kapitän Jimmy Launders verfolgen jede Bewegung des deutschen U-Boots. Und sie staunen nicht schlecht über die neueste Meldung des Funkers. Altering course. Die Deutschen haben plötzlich den Kurs geändert. Was würden sie als nächstes tun? We were hoping. Wir hofften, das U-Boot würde auftauchen. Denn dann hätten wir sofort einen Torpedo abfeuern können. Wir hätten es leichter gehabt und den genauen Winkel berechnen können. Aber das Schiff machte einfach keine Anstalten, aufzutauchen. Nach wie vor nichts zu sehen, nur deutlich zu hören. Für die Engländer eine heikle Situation. Sie können ihr Ziel nicht anvisieren. Aztec report. Die waren unter Wasser, wir waren unter Wasser. Für einen solchen Fall gab es keine Vorschriften. Plötzlich hat Launders die U-864 in Sicht, in knapp einer Seemeile Entfernung. Der Aztec meldet, die Deutschen haben erneut den Kurs geändert und fahren im Zickzack. Nach einer halben Stunde zeigten uns die Daten, dass das U-Boot im Zickzackkurs fuhr. Das nächste Problem war, den Zickzackkurs zu berechnen und herauszufinden, nach welchem Prinzip der Kapitän die Richtung änderte. Vermutlich nach einem komplizierten Muster. Und das sagte uns, er war bestimmt sehr nervös, weil er ein britisches U-Boot im Nacken hatte. Ein Zickzackkurs, der nur schwer vorauszuberechnen ist.
Darin sieht Kapitän Wolfram die einzige Chance, die hartnäckigen Verfolger vielleicht doch noch abzuschütteln. Leutnant, 40 Grad, Backbord. Ständige Kursänderung und dann schauen, ob der Feind noch folgt, heißt die Devise. Das bordeigene Echolot kann der Deutsche nicht einsetzen. Dafür macht der Ersatzmotor zu viel Lärm. So bleibt ihm nur, mit dem Periskop zu überprüfen, ob seine Taktik aufgeht. Dann plötzlich hat die Venturer die U-864 im Visier, und zwar bei 91 Grad. One mast sighted, bearing 091. Wann immer wir etwas von ihrem Periskop sehen konnten, hatten sie die Chance, auch unseres auszumachen. Ein unvermeidbares Risiko. Ob der deutsche Kapitän seinen Gegner auch gesehen hat, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls hat Wolfram keinen Befehl erteilt, die Engländer anzugreifen. Bis heute ein Rätsel. Denn die U-864 war mit 6 Torpedos besser bestückt als die Venturer. Jedes Mal, wenn das deutsche U-Boot wendete, stieg die Anspannung im Kontrollraum. Denn das war die ideale Position, um auf uns zu feuern. Nach zweistündiger Pirsch hat der 25-jährige Jimmy Launders genug erfahren. Die gesichteten Manöver und die georteten Motorengeräusche liefern ihm die Basis, um Route und Entfernung der U-864 zu berechnen. Launders Plan? Er will den Gegner torpedieren. Die Herausforderung? Er muss den nächsten Kurswechsel vorherbestimmen und blind in diese Richtung feuern. Attention! Intend altering to firing course! Als sich unser Kapitän über das nächste Manöver des anderen U-Bootes sicher war, drehten wir ab, um in Angriffsposition zu gehen. Wenn die Berechnungen stimmen, kann ein einziger Fächerschuss der Venturer das Ende von U-864 besiegeln und damit auch der Operation Caesar. Thorin's closed up at action stations. Stand by. 1, 2, 3 and 4 tubes. Kapitän Launders gibt den Befehl, Rohr 1, 2, 3 und 4 bereit machen zum Abschuss. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Im Kontrollraum der Geobay erhalten die Wissenschaftler die ersten Bilder vom Meeresboden. Der Unterwasserroboter mit den Kameras gleitet langsam über das Wrack. Nach und nach identifizieren die Forscher die einzelnen Bauteile der U-864. Dem massiven Stahlkörper haben die 60 Jahre im Salzwasser schwer zugesetzt. Auch sind die Aufbauten von Meeresgetier völlig verkrustet. Auf dem 20mm Zwillingsgeschütz, ebenso wie auf der mittleren Plattform, Rost, wohin das Auge blickt. Die Bestandsaufnahme gibt Anlass zur Sorge. In welchem Zustand mögen erst die gusseisernen Flaschen mit dem Quecksilber sein? Das Expertenteam will sich Klarheit verschaffen. Im Schlick entdecken die Männer ein Exemplar der hochgiftigen Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort aktivieren sie einen Greifarm. Behutsam holt der Roboter das Objekt mit dem Quecksilber an die Wasseroberfläche. Kein ungefährliches Unterfangen. Zusätzlich nehmen sie Proben vom Sediment rund um das Wrack. Die Analyse des Materials soll zeigen, in welchem Umfang der Boden bereits kontaminiert ist. Die Venturer manövriert in Angriffsposition. Am 9. Februar 1945 um Punkt 12.10 Uhr lässt Kapitän Jimmy Launders die Torpedoklappen öffnen. One and two tube bow caps open. Im Abstand von 17,5 Sekunden soll gefeuert werden. Firing intervals at 17,5 seconds. Fire one! Fire one! Fire one! Zwei Minuten braucht der Torpedo, um das bewegte Ziel zu erreichen. Wenig Zeit für die U-864, der Feindberührung zu entrinnen. Kapitän! Kapitän, oben ganz ein Schraubengeräusch! Das ist nur Steuerbord, ca. 120 Grad! Kopfhörer. Fire two! Fire two! Fire two! Sofort in große Tiefe gehen, die einzige Chance für die U-864, um schnellstmöglich aus der Schusslinie zu kommen. Fire 3! Fire 3! Kapitän!
Bitte weiter, das Torpedo lauft geruhig. Für Wolfram und seine 72 Mann geht es um Leben und Tod. Die Antriebsmaschine defekt, drei Torpedos im Anflug und die Eskorte vor Helisoy zu weit entfernt. Eine ausweglose Lage. Im AGR-Labor Bergen untersuchen Metallurgen die geborgene Flasche mit Quecksilber. Das Gusseisen ist porös und weist tiefe Risse auf. Ein erschreckender Zustand. Quecksilber wirkt immerhin wie ein starkes Nervengift, selbst in geringen Dosen. Der Versuch zeigt, dass die Behälter schon bei wenig Druck auseinanderbrechen. Die Bodenproben ergeben, dass in 10 Gramm Sediment 1 Gramm pures Quecksilber enthalten ist. Über die vielfache Überschreitung des Grenzwertes sind die Forscher aufs Äußerste alarmiert. Ein Fall für die Behörden. Das Drama um die U-864 spitzt sich zu. Torpedo hat uns irgendwo aus passiert. Läuft ab. Zwei Torpedos sind vorbeigerauscht. Fire 4! Fire 4! Nummer 4, seinen letzten Torpedo, lässt Kapitän Launders tiefer als die ersten drei abschießen. Um die Venturer nicht als Zielscheibe zu bieten, befiehlt er, danach sofort abzudrehen. Der Funker auf der U-864 geht davon aus, dass noch zwei weitere Geschosse unterwegs sind. Angespannte Minuten auf der Venturer. Die Engländer warten, ob das Geräusch von berstendem Stahl verrät, dass sie das deutsche U-Boot getroffen haben. Doch auch der dritte Torpedo verfehlt die U-864. 14,5 Minuten nach 12 bemerkt der deutsche Funker Torpedo Nummer 4. Halt, Herr Kommandant! Hier ist Torpedo-Geräusch! Halt, halt, halt! Halt, Backbord! Auf 40 Meter gehen! Los! Männer verlieren am 9. Februar 1945 ihr Leben, kurz vor Helisoy, dem Treffpunkt, an dem ihnen die Eskorte Begleitschutz geben sollte. Einziger Augenzeuge, der damals 12-jährige Christopher Carlsson, der zufällig auf der Klippe stand. Dort sah ich ein U-Boot. Plötzlich sah ich dort draußen eine gewaltige Wassersäule. Nach einer Explosion flogen Teile eines U-Bootes durch die Luft. Und dann sah ich, wie das Schiff unterging. Ganz leise und ganz friedlich. Um 12.16 Uhr schreibt Kapitän Launders in sein Logbuch: Laute starke Explosion, gefolgt von Geräuschen zerberstenden Stahls. Stellen Sie sich eine Schachtel Streichhölzer vor, die in einer Hand zerquetscht wird. Das ist das Geräusch eines sinkenden Schiffes. Es zerbricht. It breaks up. That's a hit. Yes! It was a relief. Wir waren zunächst erleichtert, dass wir es geschafft hatten. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass es ja ein U-Boot war und dass an Bord gerade viele Männer starben. Mit U-Boot-Fahrern, es spielt keine Rolle, aus welchem Land sie kamen, hatten wir Mitleid. Wir saßen damals ja alle in einem Boot. Und deshalb wussten wir, es gab keinen Grund zu jubeln, höchstens für einen kurzen Moment. Als wir aber später darüber nachdachten, sagten wir nur, die armen Kerle. Für die Rekonstruktion der Jagd auf U-864 konnten Marinehistoriker bisher nur auf die Aufzeichnungen der Engländer zurückgreifen. Erst die Untersuchung des Wracks hat bestätigt, dass Kapitän Wolfram tatsächlich versucht hat, dem Feind mit Zickzackmanövern und Alarmtauchen zu entkommen. Wie die Analysen bestätigen, war der deutsche Kommandant direkt in den vierten tiefer geschossenen Torpedo hineingefahren. U-864 wurde genau in der Mitte getroffen. Der Abschuss von Torpedos von einem getauchten U-Boot aus auf ein gegnerisches, ebenfalls getauchtes U-Boot hatte an jenem Tag bittere Premiere. Die Strategie dachte sich Kapitän Jimmy Launders aus.
An seiner Taktik beeindruckte, dass er die vorhandene Technik in Kombination einsetzte. Das Sonar zum Horchen und gleichzeitig das Periskop zum Erspähen des Bootes. Und zwar mit großer Geduld. Er war ein Pionier, denn die unbemerkte Verfolgung getauchter U-Boote kam erst in der Nachkriegszeit auf. Die Venturer kehrt nach dem Einsatz zurück zu ihrer Basis auf den Shetlandinseln. Die 11. Feindfahrt wird als entscheidender Schlag gegen Hitlers Pläne gefeiert. Well done, men. Thank you, sir. Gentlemen, the King. The King! Operation Caesar ist gescheitert. Die brisante Fracht für die Konstruktion von Kriegswaffen liegt versenkt auf dem Meeresboden. Dort verursacht sie 60 Jahre später eine der größten Umweltkatastrophen in der Nordsee. Das norwegische Fischereiministerium hat für das Gebiet rund um das Wrack ein Fangverbot angeordnet. Das Meer vor der Insel Fehe ist auf Jahre hinaus mit dem Quecksilber verseucht. Ein Sarg aus Beton, über die Unglücksstelle gestülpt, soll die weitere Ausbreitung des Giftes verhindern und die Totenruhe schützen. Auch Willi Transier liegt im nassen Grab. Der Verlobte von Edith Wetzler wurde nur 20 Jahre alt. Am U-Boot-Ehrenmal in Heikendorf bei Kiel erinnert sich die 82-jährige Pfälzerin an ihre erste große verlorene Liebe. Wenn ich abends ins Bett gehe, ich nehme das Bild mit, lege es neben mein Kopfkissen und träume davon, dass er wenigstens seine Ruhe hat. Willi Transier war einer von über 30.000 U-Boot-Fahrern, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben aufs Spiel setzten und verloren. Ihr Mahnmal steht am Rande der Kieler Förde, jenem Ort, den die U-864 am 5. Dezember 1944 passierte, zu ihrer ersten und einzigen Feindfahrt. Den Abhör- und Dechiffrierspezialisten von Bletchley Park bei London gelang es, den Code der legendären Enigma-Maschine zu knacken. So konnten sie den gesamten Funkverkehr der Deutschen lesen. Besonders die Botschaften der U-Boot-Flotte zeichneten die Agenten minutiös auf und leiteten sie entsprechend weiter. Das Transportgut auf der U-864 war den Engländern demnach bis ins Detail bekannt. Sogar wie die Wissenschaftler hießen und der Deckname der Aktion Operation Caesar. An Fehe vorbei fährt die U-864 in den norwegischen Hafen Bergen, dem letzten Brückenkopf der Deutschen im Nordatlantik. Dort kommt die Crew am 5. Januar 1945 wohlbehalten an. Ein außerplanmäßiger Zwischenstopp vor der langen Reise übers Meer. Im Trockendock des Bunkers Bruno untersuchen die Mechaniker die Hülle des Schiffs auf Risse und andere Beschädigungen. Die Generalüberholung am Boot dauert. Gelegenheit für die Mannschaft zu einem ausgiebigen Landgang. Der Kommandant lädt seine Führungsriege und die Wissenschaftler ins Offiziersheim ein. Nach einem gelungenen Abend verewigt sich Kapitän Wolfram im Gästebuch mit dem Seemannsspruch: Rühm hart, klar Kimming, großes Herz, weiter Horizont. Und dazu, es ist mal wieder klar gegangen. Alle anderen setzen ihre Namen darunter. Doch schon wenig später ist es vorbei mit der kleinen Idylle. Britische Bomber fliegen heftige Angriffe auf Bergen. Ihr Ziel, Dock Nummer 3, der U-Boot-Bunker Bruno. Schließlich beschädigt eine tonnenschwere Teleboy-Bombe die U-864. Kein Zweifel, die Alliierten haben das U-Boot mit seiner Fracht im Visier. Die bedrohlichen Ereignisse bestätigen die Befürchtungen von Willi Transier. Schon vor der Abreise aus Kiel plagten den 20-Jährigen Zweifel, ob er jemals wieder in seine Heimat zurückkehren werde. In düsterer Vorahnung schreibt der Maschinist vom fernen Bergen an seine Verlobte Edith Wetzler in der Pfalz. Da habe ich das letzte Foto von meinem Bräutigam. Das hat er mir geschickt, mit der Widmung, die letzten Grüße und Küsse von deinem Willi.
Er hat gesagt, bet für mich, dass wir das alles gut hinter uns kriegen. Zum Abschied hat er zu deiner Mutti gesagt, Mama, sei nicht traurig, wenn ich nicht mehr komme. Aber ich weiß, du bist zu alt, noch mal ein Kind zu bekommen. Sonst würde ich dir raten, krieg noch mal ein Kind, dass ihr nicht alleine seid. Und zu mir hat er gesagt, solltest du ein Baby erwarten, dann lass mich das bitte, bitte wissen. Aber es war nicht nett. 14,5 Minuten nach 12 bemerkt der deutsche Funker Torpedo Nummer 4. Halt weiter, Kommandant! Hier ist Torpedo-Geräusch! Halt, halt, halt! Hart, Backbord! Auf 40 Meter gehen! Los! Männer verlieren am 9. Februar 1945 ihr Leben, kurz vor Helisoy, dem Treffpunkt, an dem ihnen die Eskorte Begleitschutz geben sollte. Einziger Augenzeuge, der damals 12-jährige Christopher Karlsson, der zufällig auf der Klippe stand. Dort zog ich ein U-Boot. Dann retten wir ihn dann. Plötzlich sah ich dort draußen eine gewaltige Wassersäule. Nach einer Explosion flogen Teile eines U-Bootes durch die Luft. Und dann sah ich, wie das Schiff unterging. Ganz leise und ganz friedlich. Um 12.16 Uhr schreibt Kapitän Launders in sein Logbuch: Laute, starke Explosion, gefolgt von Geräuschen zerberstenden Stahls. Stellen Sie sich eine Schachtel Streichhölzer vor, die in einer Hand zerquetscht wird. Das ist das Geräusch eines sinkenden Schiffes. Es zerbricht. It breaks up. That's a hit. Yes! It was a relief. Wir waren zunächst erleichtert, dass wir es geschafft hatten. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass es ja ein U-Boot war und dass an Bord gerade viele Männer starben. Mit U-Boot-Fahrern, es spielt keine Rolle, aus welchem Land sie kamen, hatten wir Mitleid. Wir saßen damals ja alle in einem Boot. Und deshalb wussten wir, es gab keinen Grund zu jubeln, höchstens für einen kurzen Moment. Als wir aber später darüber nachdachten, sagten wir nur, die armen Kerle. Für die Rekonstruktion der Jagd auf U-864 konnten Marinehistoriker bisher nur auf die Aufzeichnungen der Engländer zurückgreifen. Erst die Untersuchung des Wracks hat bestätigt, dass Kapitän Wolfram tatsächlich versucht hat, dem Feind mit Zickzackmanövern und Alarmtauchen zu entkommen. Wie die Analysen bestätigen, war der deutsche Kommandant direkt in den vierten tiefer geschossenen Torpedo hineingefahren. U-864 überprüfen, ob seine Taktik aufgeht. Dann plötzlich hat die Venturer die U-864 im Visier, und zwar bei 91 Grad. One mast sighted, bearing 091. If we ever saw. Wann immer wir etwas von ihrem Periskop sehen konnten, hatten sie die Chance, auch unseres auszumachen. Ein unvermeidbares Risiko. Ob der deutsche Kapitän seinen Gegner auch gesehen hat, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls hat Wolfram keinen Befehl erteilt, die Engländer anzugreifen. Bis heute ein Rätsel. Denn die U-864 war mit 6 Torpedos besser bestückt als die Venturer. Jedes Mal, wenn das deutsche U-Boot wendete, stieg die Anspannung im Kontrollraum. Denn das war die ideale Position, um auf uns zu feuern. Nach zweistündiger Pirsch hat der 25-jährige Jimmy Launders genug erfahren. Die gesichteten Manöver und die georteten Motorengeräusche liefern ihm die Basis, um Route und Entfernung der U-864 zu berechnen. Launders Plan? Er will den Gegner torpedieren. Die Herausforderung? Er muss den nächsten Kurswechsel vorherbestimmen und blind in diese Richtung feuern. Attention! Intend altering to firing course! Als sich unser Kapitän über das nächste Manöver des anderen U-Bootes sicher war, drehten wir ab, um in Angriffsposition zu gehen. Wenn die Berechnungen stimmen, kann ein einziger Fächerschuss der Venturer das Ende von U-864 besiegeln und damit auch der Operation Caesar.
Thorin's closed up at action stations. Stand by. 1, 2, 3 and 4 tubes. Kapitän Launders gibt den Befehl, Rohr 1, 2, 3 und 4 bereit machen zum Abschuss. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Im Kontrollraum der Geobay erhalten die Wissenschaftler die ersten Bilder vom Meeresboden. Der Unterwasserroboter mit den Kameras gleitet langsam über das Wrack. Nach und nach identifizieren die Forscher die einzelnen Bauteile der U-864. Dem massiven Stahlkörper haben die 60 Jahre im Salzwasser schwer zugesetzt. Auch sind die Aufbauten von Meeresgetier völlig verkrustet. Auf dem 20mm Zwillingsgeschütz, ebenso wie auf der mittleren Plattform, Rost, wohin das Auge blickt. Die Bestandsaufnahme gibt Anlass zur Sorge. In welchem Zustand mögen erst die gusseisernen Flaschen mit dem Quecksilber sein? Das Expertenteam will sich Klarheit verschaffen. Im Schlick entdecken die Männer ein Exemplar der hochgiftigen Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort aktivieren sie einen Greifarm. Behutsam holt der Roboter das Objekt mit dem Quecksilber an die Wasseroberfläche. Kein ungefährliches Unterfangen. Zusätzlich nehmen sie Proben vom Sediment rund um das Wrack. Die Analyse des Materials soll zeigen, in die Engländer anzugreifen. Bis heute ein Rätsel. Denn die U-864 war mit 6 Torpedos besser bestückt als die Venture. Jedes Mal, wenn das deutsche U-Boot wendete, stieg die Anspannung im Kontrollraum. Denn das war die ideale Position, um auf uns zu feuern. Nach zweistündiger Pirsch hat der 25-jährige Jimmy Launders genug erfahren. Die gesichteten Manöver und die geordneten Motorengeräusche liefern ihm die Basis, um Route und Entfernung der U-864 zu berechnen. Launders Plan? Er will den Gegner torpedieren. Die Herausforderung? Er muss den nächsten Kurswechsel vorherbestimmen und blind in diese Richtung feuern. Attention! Intend altering to firing course. Als sich unser Kapitän über das nächste Manöver des anderen U-Bootes sicher war, drehten wir ab, um in Angriffsposition zu gehen. Wenn die Berechnungen stimmen, kann ein einziger Fächerschuss der Venturer das Ende von U-864 besiegeln und damit auch der Operation Caesar. Thorin's closed up at action stations. Stand by. 1, 2, 3 and 4 tubes. Kapitän Launders gibt den Befehl, Rohr 1, 2, 3 und 4 bereit machen zum Abschuss. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Im Kontrollraum der Geobay erhalten die Wissenschaftler die ersten Bilder vom Meeresboden. Der Unterwasserroboter mit den Kameras gleitet langsam über das Wrack. Nach und nach identifizieren die Forscher die einzelnen Bauteile der U-864. Dem massiven Stahlkörper haben die 60 Jahre im Salzwasser schwer zugesetzt. Auch sind die Aufbauten von Meeresgetier völlig verkrustet. Auf dem 20mm Zwillingsgeschütz, ebenso wie auf der mittleren Plattform, Rost, wohin das Auge blickt. Die Bestandsaufnahme gibt Anlass zur Sorge. In welchem Zustand mögen erst die gusseisernen Flaschen mit dem Quecksilber sein? Das Expertenteam will sich Klarheit verschaffen. Im Schlick entdecken die Männer ein Exemplar der hochgiftigen Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort aktivieren sie einen Greifarm. Behutsam holt der Roboter das Objekt mit dem Quecksilber an die Wasseroberfläche. Kein ungefährliches Unterfangen. Zusätzlich nehmen sie Proben vom Sediment rund um das Wrack. Die Analyse des Materials soll zeigen, in welchem Umfang der Boden bereits kontaminiert ist. Die Venturer manövriert in Angriffsposition. Am 9. Februar 1945 um Punkt 12.10 Uhr lässt Kapitän Jimmy Launders die Torpedoklappen öffnen. One and two tube backups open. Im Abstand von 17,5 Sekunden soll gefeuert werden. Firing intervals at 17,5 seconds. Fire one! Großes Herz, weiter Horizont. Und dazu, es ist mal wieder klar gegangen. Alle anderen setzen ihre Namen darunter. Doch schon wenig später ist es vorbei mit der kleinen Idylle. Britische Bomber fliegen heftige Angriffe auf Bergen. Ihr Ziel, Dock Nummer 3, der U-Boot-Bunker Bruno. Schließlich beschädigt eine tonnenschwere Teleboy-Bombe die U-864. Kein Zweifel, die Alliierten haben das U-Boot mit seiner Fracht im Visier.
Die bedrohlichen Ereignisse bestätigen die Befürchtungen von Willi Transier. Schon vor der Abreise aus Kiel plagten den 20-Jährigen Zweifel, ob er jemals wieder in seine Heimat zurückkehren werde. In düsterer Vorahnung schreibt der Maschinist von fernen Bergen an seine Verlobte Edith Wetzler in der Pfalz. Da habe ich das letzte Foto von meinem Bräutigam. Das hat er mir geschickt mit der Widmung: Die letzten Grüße und Küsse von deinem Willi. Er hat gesagt: Bet für mich, dass wir das alles gut hinter uns kriegen. Zum Abschied hat er zu seiner Mutti gesagt: Mama, sei nicht traurig, wenn ich nicht mehr komme. Aber ich weiß, du bist zu alt, noch mal ein Kind zu bekommen. Sonst würde ich dir raten: Krieg noch mal ein Kind, dass ihr nicht alleine seid. Und zu mir hat er gesagt: Solltest du ein Baby erwarten, dann lass mich das bitte, bitte wissen. Aber es war nicht so, ne? Das ist nicht so gekommen. Ein Foto mit Widmung, das letzte Lebenszeichen, das Edith von Willi erhielt. Alle entschlüsselten Nachrichten zur U-864 leiten die Briten nach Lerwick auf den Shetlandinseln weiter. Dort ist die U-Boot-Flotte der Engländer stationiert. Auch die HMS Venturer, der Stolz der britischen Krone. Action Stations! Action Stations! Action Stations! Die Crew hat bereits 13 feindliche Schiffe in der Nordsee und im Nordatlantik versenkt. Fire one! Jimmy Launders führt das Kommando. An seiner Seite Navigationsoffizier John Watson, ein enger Freund des Kapitäns. Uns war klar, dass wir uns in einer Kriegswaffe befanden, die sehr effektiv war. Unsere Aufgabe lautete, unseren Job zu erledigen und lebend wieder nach Hause zu kommen. Die Venturer war ein gefürchtetes Jagd-U-Boot, wendig und schnell. Ihr Kommandant Jimmy Launders zählt zwar erst 25 Jahre, gilt aber bereits als gewiefter Taktiker. Fire one. Die Männer, so auch Torpedoschütze Harry Plummer, folgen ihm blind. Hit confirmed. Well done, boys. Er war etwas Besonderes. Und wir vertrauten ihm. Wir wussten, er ist ein guter Kommandant. Wir wären ihm bis ans Ende. Hey! Komm her! Der Steuerbordmieter! Er ist ausgewandt! Wir können ihn hier nicht mehr reparieren! Kommandant an alle. Wir kehren sofort nach Bergen zurück, um Schäden zu reparieren. Kurs 135 Grad, Boot auf Seerohrtiefe halten. Ein Befehl mit schicksalhaften Folgen. Der Kommandant informiert den Stützpunkt Bergen über ihre Rückkehr. Kapitän, eine Nachricht. 1WO. Ja, Herr Kapitän. Die Eskorte erwartet uns am 10. Februar, 4 Uhr morgens in Helisoy. Vor Helisoy liegt das Forschungsschiff Geobay vor Anker. Das Sonar hat tatsächlich Wrackteile der U-864 aufgespürt. Mit Dr. Eric Grove diskutiert Wolfgang Lauenstein den Befund. Der Abstand zwischen der Einschlagstelle des Torpedos und dem Ballastkiel ist sehr groß. Der Bildschirm zeigt es deutlich. Das U-Boot wurde in zwei Teile gerissen. Und jedes Teil liegt an einer anderen Stelle. Auffällig dabei: Eine Hälfte steckt senkrecht im Schlamm, mehr als 10 Meter tief. Dafür finden die Forscher eine plausible Erklärung. Nur eine Explosion von ungeheurer Wucht kann das bewirkt haben. Am 9. Februar um 9.23 Uhr hört der Funkoffizier auf der Venturer zum ersten Mal ein verdächtiges Geräusch. Vielleicht endlich das lang gesuchte deutsche U-Boot. Alarmiert verständigt er sofort den wachhabenden Navigationsoffizier John Watson. Ich konnte nicht erkennen, wer das Geräusch verursachte. Der Funker sagte, es hört sich an wie ein Fischerboot, das den Motor an- und ausschaltet, so wie es beim Fischen üblich ist. Das hätte ich aber dann einordnen können. Und dazu, die anderen Fischerboote waren viel weiter entfernt. Der Funker sagte, dieses Geräusch kommt aber aus der Nähe. Das beunruhigte mich, weil ich nichts sehen konnte. Die Engländer können nichts sehen, denn die U-864 fährt Helisoy fast ausschließlich im Tauchgang an. Kapitän Wolfram weiß, wie laut der Ersatzmotor brummt. Der Deutsche spürt die Gefahr. Wie ist unsere Position? Elli? Kapitän? Wie weit sind wir mit dem Generator zu hören? Sehr weit, Kapitän. Sehen Sie hier, das ist unsere Position.
Und in diesem Umkreis sind wir zu hören. Immerhin im Umkreis von 3 Seemeilen, das heißt von knapp 6 Kilometern. Doch die rettende Eskorte wartet nur eine Tagesreise entfernt bei Helisoy. Auf der Venturer herrscht angespannte Konzentration. Plötzlich ist das Geräusch weg. Lost contact, sir. Als John Watson von Leutnant Andy Chalmers abgelöst wird, kam das letzte aufgezeichnete Geräusch aus nördlicher Richtung. Militärs und führende Wissenschaftler aus Deutschland und Japan. Sie hüten eine todbringende Fracht. Doch Operation Caesar fliegt auf. Die Engländer entschlüsseln den Funkverkehr. Die Mannschaft der Venturer nimmt die Verfolgung auf. Ein dramatischer Wettlauf gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Herr Kapitän! Torpedo aufgeräuscht! Wer ist Feuerbord? Wer den ersten Fehler macht, ist der Verlierer. Vor der Küste Norwegens kommt es schließlich zum Duell zwischen den Gegnern. Die fatale Begegnung ging als einziger U-Boot-Kampf unter Wasser in die Geschichte ein. Seit 3 Jahren ist Edith Wetzler Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes kamen immer wieder Erinnerungen hoch. Bilder einer glücklichen Jugend und eines anderen Mannes, ihrer ersten großen Liebe. Der deutsche Soldat Willi Transier war erst 20 Jahre alt, als er Edith im Heimatort zurückließ. Die junge Frau und ihr Verlobter steckten voller Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Wir sind ja schon 60 Jahre her. Und das im Gedächtnis zu behalten, zeugt ja schon davon, dass man sich geliebt hat und dass man das nicht vergessen kann. Das ist ein Schmerz, aber auf der anderen Seite bedanke ich mich, dass ich die paar Jahre mit ihm verbringen durfte. Sonst hätte er ja gar nichts gehabt vom Leben. Er durfte wenigstens ein paar Jahre Glück empfinden und die Liebe leben. Willis zweite große Liebe galt der See. Im Oktober 1942 meldet sich der forsche Mann aus Rheingönnheim bei Ludwigshafen freiwillig zur Marine. Sein Traum, auf einem U-Boot zu fahren, erfüllt sich. Willi Transier macht eine Ausbildung zum Maschinisten. 2 Jahre später erfolgt sein erster Einsatzbefehl. Der Pfälzer soll sich auf der U-864 zum Dienst melden. 1944 hat sich das Blatt auf dem Kriegsschauplatz Europa gewendet. Hitler und seine Führungsriege geraten unter Druck. Nach der geglückten Invasion der Amerikaner ziehen die Alliierten die Schlinge unaufhaltsam zu. Schwere Angriffe zu Wasser, zu Land und aus der Luft drängen die deutschen Truppen immer weiter zurück. Im freien Hafen Kiel bereitet die Mannschaft von U-864 das Schiff zum Auslaufen vor. Vor den Männern liegt eine gefahrvolle Reise. Das Kommando führt Kapitän Ralf Reimer Wolfram. Ein bewährter Ausbilder, jedoch ohne Erfahrung im Einsatz gegen den Feind. Auf fehlende Hut kommt Ingenieur Wolfgang Lauenstein in den kleinen Ort. Auf der Suche nach der wahren Geschichte von U-864. Er will ein Fundstück begutachten, das Fischern ins Netz gegangen war. Oh, it's a very nice piece. Ein Messingventil von einem deutschen U-Boot. Womöglich sogar von U-864. Ein Mysterium wird ja immer dort aufgebaut, wo man wenig Informationen hat. Das heißt, die Unwissenheit über das, was im Boot geladen ist, die löst natürlich die Versuchung aus, hier möglichst viel Geheimnisvolles hineinzubringen, bis hin, was ich zumindest von norwegischer Seite gehört habe, dass da Hitlers Testament drin sein soll. Den Zusammenhang zwischen dem Leuchtturm Helisoy auf Fehje und der U-864 kennt Lauenstein aus einschlägigen Archiven. So auch die Funkmeldung vom 11.02.45 von Befehlshaber West an Wolfram, neue Eskorte wartet bei Helisoy. Der Begleitschutz wollte von 4.30 Uhr bis 6 Uhr warten. Ein Angebot, das die U-864 nicht mehr annehmen kann. Von Kiel bis nach Farsund an der Südküste Norwegens pflügt die U-864 ungestört durch die Gewässer. Um nicht entdeckt zu werden, fährt die Crew bei Tag über weite Strecken im Tauchgang. Nur hin und wieder riskiert Kapitän Wolfram einen Blick durch das Periskop. Weit und breit keine Gefahr in Sicht. Leutnant, in der 40 Meter Tiefe.
Alle Kraft voraus. Eine fatale Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. So zumindest geht es aus aufgezeichneten Funksprüchen hervor. Am 29. Dezember 1944 hat die U-864 plötzlich Grundberührung. Verdammt! Ellie! Alle Maschinen stoppen! Langsame Rückwärtsfahrt! Ja, komm, wir fahren zurück! Ellie! Ja. Prüfen Sie auf Wassereinbruch! Hey, Captain! Auf die Insel Fehe hat der deutsche Wolfgang Lauenstein seine gesamten Unterlagen über die U-864 mitgenommen. Mit Kennerblick studiert der Ingenieur den Bauplan des Schiffs. Das Boot vom Typ 9D2 war ein Ausnahmeexemplar. Mit 20 Knoten pro Stunde und fast 90 Meter Länge gehörte es zu den schnellsten und größten seiner Zeit. Vorteile, die den Ausschlag gaben, die geheime Fracht auf der U-864 zu transportieren. Das Aufsetzen auf dem Meeresboden vor Farsund könnte Operation Cäsar nachhaltig gefährden. Kapitän Wolfram lässt umgehend die üblichen Sicherheitschecks durchführen. Schiff und Ladung werden von der Crew auf Schaden überprüft. Das ist die Ware. Und die Ware hat es in sich. In den Kisten liegen Blaupausen, die neuesten Triebwerke und andere Bauteile für das erste militärische Düsenflugzeug der Welt. Entwickelt von Junkers, Walter, BMW und Messer. Kontrollraum, denn das war die ideale Position, um auf uns zu feuern. Nach zweistündiger Pirsch hat der 25-jährige Jimmy Launders genug erfahren. Die gesichteten Manöver und die geordneten Motorengeräusche liefern ihm die Basis, um Route und Entfernung der U-864 zu berechnen. Launders Plan? Er will den Gegner torpedieren. Die Herausforderung? Er muss den nächsten Kurswechsel vorherbestimmen und blind in diese Richtung feuern. Attention! Intend altering to firing course! Als sich unser Kapitän über das nächste Manöver des anderen U-Bootes sicher war, drehten wir ab, um in Angriffsposition zu gehen. Wenn die Berechnungen stimmen, kann ein einziger Fächerschuss der Venturer das Ende von U-864 besiegeln und damit auch der Operation Cäsar. Thorin's closed up at action stations. Stand by. 1, 2, 3 and 4 tubes. Kapitän Launders gibt den Befehl, Rohr 1, 2, 3 und 4 bereit machen zum Abschuss. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Im Kontrollraum der Geobay erhalten die Wissenschaftler die ersten Bilder vom Meeresboden. Der Unterwasserroboter mit den Kameras gleitet langsam über das Wrack. Nach und nach identifizieren die Forscher die einzelnen Bauteile der U-864. Dem massiven Stahlkörper haben die 60 Jahre im Salzwasser schwer zugesetzt. Auch sind die Aufbauten von Meeresgetier völlig verkrustet. Auf dem 20mm Zwillingsgeschütz, ebenso wie auf der mittleren Plattform, Rost, wohin das Auge blickt. Die Bestandsaufnahme gibt Anlass zur Sorge. In welchem Zustand mögen erst die gusseisernen Flaschen mit dem Quecksilber sein? Das Expertenteam will sich Klarheit verschaffen. Im Schlick entdecken die Männer ein Exemplar der hochgiftigen Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort aktivieren sie einen Greifarm. Behutsam holt der Roboter das Objekt mit dem Quecksilber an die Wasseroberfläche. Kein ungefährliches Unterfangen. Zusätzlich nehmen sie Proben vom Sediment rund um das Wrack. Die Analyse des Materials soll zeigen, in welchem Umfang der Boden bereits kontaminiert ist. Die Venturer manövriert in Angriffsposition. Am 9. Februar 1945 um Punkt 12.10 Uhr lässt Kapitän Jimmy Launders die Torpedoklappen öffnen. Im Abstand von 17,5 Sekunden soll gefeuert werden. Firing intervals at 17.5 seconds. Fire one! Fire one! Fire one! Zwei Minuten braucht der Torpedo, um das bewegte Ziel zu erreichen. Wenig Zeit für die U-864, der Feind berührt.